Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, ich chille gerade mit meinem Bro, der ja voll gechillt an der. Oh, der bewegt sich sogar noch. Was? Das kann aber nicht so stimmen irgendwie. Geht er gleich auf mich los? Was ist mit euch? Die bewegen sich nicht, glaube ich. Ja, bewegt sich auch nicht. Der simuliert nur der. Wir haben schon Reagiergeface. Das ist bestimmt irgendjemand Wichtiges in Verkleidung, ne? Pass auf. Ich sehe schon, wer du bist, keine Ahnung. Sie hat bestimmt. Na, verdammt. Wenn du gleich kommst und versuchst mich abzuschießen, ne? Dann setzt etwas. So, wir sind immer noch hier oben, versuchen all unsere Freunde und Avalanche zu retten. Oh, hier, bisher hat Dings gemacht. Und ja, Bix ist schon weggetreten. Bix wird unten verarzt von Eris und Tifa. Und ja, Jesse und Barrett sind noch hier oben. Und ja, gucken wir mal, ob wir die gerettet kriegen. Es wäre sehr schade um Jesse. Und Barrett natürlich. Also ja, gucken wir mal. Oh nee, schon wieder. Der ist voll aus dem Gleichgewicht, sehe ich gerade. Ich finde so geil, jetzt mal, wenn ich versuche, hier auf vollem Möhre kontermäßig auf die loszugehen, dann greifen die nicht physisch an. So, komm her. Vielleicht sollte ich mal meine Fähigkeiten ein bisschen öfter einsetzen. Das sind gar nicht mal so schlecht, nämlich. Also ja. Gott. War jetzt nicht so nervtötend. Oh, Junge, sieht nicht gut aus. Je höher wir gehen, desto mehr Tote sehen wir. Bis auf den einen Typen, der es ganz offensichtlich überlebt hat, weil er sich noch bewegt hat. Also ja. Barrett wird schon überleben, der hat 4 AP. Und Maschinengewehrarm. Warum hat er einen? Das werden wir in diesem Spiel wahrscheinlich nicht herausfinden. Was er nach Midgar aufgedeckt wird. Warte, ihr wolltet das wissen? Pff, Pech gehabt. Okay. Oh, eine einsame. Okay. Ich dachte jetzt, da kommt irgendwie so ein Gegner irgendwie rausgesprungen oder so. So, haha, du dachtest, ich wäre nur eine einfache Box. Nee, nee. Was war auf Englisch gesagt? Wir wissen, dass ihr den Pfeiler in die Luft sprengen wollt. Wir Quatsch. Wir von Shinra. Boah. Und macht ihr keine Angst. Verzieht euch gefälligst vom Pfeiler. Jetzt. Na, wie war ich? Gut genug. Das ist doch. Ja, ich wollte schon sagen, es ballern die über den Haufen. Hey, du Super Soldat! Zeig, was du kannst! Wie jetzt von dem Helikopter wegrennen? Wird er nicht. Also. Ja,
das. Ja, was jetzt? Vorsicht! Oh, Tifa rettet den Tag. Vielen Dank. Euer Mensch noch stirbt. Besser? Tut gar nicht mehr weh. Sorry. Ich muss nach oben, unbedingt. Folg deiner Intuition. Aerith! In der Nähe ist eine Bar, der siebte Himmel. Dort wartet Marlene, richtig? Keine Sorge, ich werde sie finden. Bring sie zur Bar, okay? Überlass das mir. Kümmere du dich um die anderen. Siebter Himmel, wir kommen. Wedge, warte! Los, oh, ich spiel mal Aerith. Bringt euch sicher durch! Anders kommen wir nicht zum Wahlmarkt. Wir werden alle sterben, geht weg. Öffnet das Tor! Wir müssen hier durch! Verzieht euch! Wir haben unsere Befehle! Wedge! Um die Beine schaffst du, Aerith. Noch echt zu nichts nütze. Das stimmt doch nicht, Wedge. Wir können immer noch viele Leute warnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Ja, ich auch. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein, damit wir später nichts bereuen und uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Wir müssen die Leute retten! Kapiert ihr? Hey du! Ich will später auch nichts bereuen müssen! Komm schon! Hier lang! Schnell! Hey! Warte! Wedge! Hm? Zum siebten Himmel geht es hier lang, richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite! Hey. Ich hole Marlene! Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit! Daumen nach oben! Los, bitte! Komm schnell! Bringt euch in Sicherheit! Das ist noch was. Die schnell. Platte stürzt kann ich auch rein. Ihr müsst hier weg! Schleich mich einfach auch raus! Ja, gut, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Avalanche. Okay, ist durchgestrichen. Ihr müsst schnell von hier. Da ist die verrückte alte Frau. Und zwar weit weg. Hm? Warte mal, weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt. Noch ist er. Sieht aber nicht so aus. Aber die Platte wird einstürzen. Ja. Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Los, leitet die Evakuierung ein. Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern. Natürlich, natürlich. Na los, macht! Gehörst du auch zur Avalanche?
nur eine Freundin. Dann sag doch bitte Tifa, dass ich draußen auf sie warte. Na gut. Ich muss zum siebten Himmel. So, oh mein Gott, die Karte ist schon wieder hier. Und aufgedeckt. Okay, okay. Ja, sein hat hier irgendwas. Ist. Verschwinde, solange du da ist es. Nee, Mann. Kann sowieso nicht hier mich erkunden. Allein. Das Ding stürzt ab. Ja, super. Ach, wenn ich nur rüberklettern könnte irgendwie, ne? Das Feuer! Ich muss schnell einen anderen Weg finden. Oh Mann. Ich doch ja noch extra rumlaufen, ne? Verdammt! Wo sollen wir denn nur hin? Ich glaub, vorne kommt ich hab die voll im Boden geschmissen. Hier machst du einen Weg, Kleiner. Aber ich mach da nicht. Bin bald da. Jetzt beeil dich. Hör auf zu schießen. Eieieiei. Tut weh, was? Aber jetzt müssen wir stark sein. Na los, nun macht schon. Hier. Los, hier lang. Schnell. Da vorne. Ich bring dich hin. Vater hat aber gesagt, ich darf nicht mit Fremden reden. Na gut. Gleich haben wir es geschafft. Was passiert denn? Nach Hause ohne Pause. Nach Hause ohne Pause. Nach Hause ohne Pause. Wir gehen ganz wir müssen so schnell wie möglich evakuieren. Hör auf, so schubst nicht. Ich hab ein Kind, Mann. Das sollten wir besser auch. Keine Sorge. Ihm passiert nicht, was hier los ist. Kann auch gar nicht rennen. Also nebenbei. So, hi. Hier geht es lang, Leute. Kommt schon, beeilt euch. Können Sie sich um sie kümmern? Ja. Betty! Wo bist du nur gewesen? Papa! Was? War gar nicht mal hin. Ich dachte, das wäre sie. Ja, verdammt. Geh aus dem Weg. Da kann man gar nicht durch, ne? Ja, von der kam ich, glaube ich. Ja, noch ein verloren. Spart uns Zeit. Und bei euch? Ah, ich weiß, wer das ist. Und Mitglied der Turks. Ich melde mich wieder. Den Rest überlasse ich euch. Genug gerannt. Schluss damit. Oh, wenn ich nichts drücke, dann steht sie nicht auf. Mein Gott. Ja, geht schon. Es geht schon gut. Hoffentlich geht es ihr gut. Marlene, halt durch, ich komme. Nicht auf die Idee kommt, irgendwie selber irgendwie wegzurennen, ne? Also Marlene. Ich mach mal ganz gechillt auf, ne? Na, wo bist du? Hi. Du bist Marlene, stimmt's? Ja.
bist du? Ich bin eine Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Oh. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. Das ist schlimm. Aber zu Hause ist, wo die Familie ist, nicht? Gehen wir? Duftest ja so. Ja? Ja, den Geruch kenne ich. Ah. Vergiss es nicht. Na komm. Ich nehme an, dieses Störgeräusch, das war, hat sie ihr irgendwie was gesagt. Ich bring dich zu meinem Haus. Und wir sollten das da nicht hören, ich, ne? Ganz viele Blumen gepflanzt. Darf ich auch welche pflanzen? Natürlich. Was sind denn da? Oh. Noch Mann. Ist ja abgebrochen. Das werden wir nie erfahren, was Marlenes Lieblingsblumen sind. Schluss mit dem Versteckspiel, Eris. So. Oh. Also, viele Optionen bleiben dir offensichtlich nicht. Währenddessen, tausende Meilen entfernt. Ich muss hier weg. Denkst du? Jetzt kommst du. Nach 20 Minuten. Ich glaube, ich muss hier weg. Dort vorne. Ha? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Aua! Da. Weil Root steht auf Tifa. Nee.
So war das, glaube ich. Und jetzt komm schon. Deswegen hat er abgelenkt. Verdammt! Was war das denn bitte? Ausgerutscht. Wo ist er? Ich habe sie zum siebten Himmel geschickt, um Marlene zu holen. Und Wedge? Der zeigt ihr den Weg. Gut. Wir können Shinra aufhalten, oder? Ja. Ich höre dich kaum, wegen den ganzen Schüssen. Hier entkommt uns nicht. Oh Gott, warte mal. Okay. Ah. Du immer noch nicht genug? Oh, geht doch kaputt. Dann bleib halt, wo du bist. Hilfe. Ach, Mann. Oh. Seh dich. Ich seh dich. Ja. MP sind ein bisschen knapp. Ja, ich glaube, da müssen wir hoch, ne? Na los, hau schon ab! Na, von wo muss ich denn jetzt nach oben gehen? Ich meine, da, wo uns der Helikopter austreffen kann, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Na! Was ist das? Das ist auch noch ein Geschütz, ehrlich. Was ist das? Der Feind ist geschwächt. Dann übernimm. Sie auch, ja, sehe ich jetzt nicht. Dreck, hier Eis, komm, wird schon klappen. In die Fresse. Das Versteckspiel ist vorbei, komm raus! Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hätte hinlaufen können, ne? So, hier wäre man so oder so hochgekommen, alles klar. Ich meine, das ist einfach nur um, weiß nicht, die sichereste Route oder so zu wählen, ne? Oh, man, das muss ja nur noch auf mich ballern, ne? Oh, ich habe keine MP. In die Fresse. Warte, du lebst auch noch. In die Fresse. Entdeckt. Nein, das nicht. Du siehst mich nicht. Ich bin eine Wolke. Hogelmedaille. Imperium. Aua. Ich nehme an, man kann hier nur verschiedene Ortwege gehen. Die Schüsse einfach auszuweichen, ne? Was war denn hier? Boah, boah, boah. Hey, 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 hey! Ich dachte, hier wäre was. Ja. Okay. Langsam kann dieser Helikopter mal weggehen. Wo sind die ganzen Bänder blockiert? Oh, nee. Ich zähle auf dich. Wirst schon sehen. Ich habe gerade gesehen, wie sie angegriffen hat. Ja, in die Fresse. Was? Ich greife dich doch von hinten an. Hier. Oh. Shoryuken. Voll da oben gelandet. So. Hast du immer noch nicht genug? Ist ja eigentlich auch Heilungsmagie. Ich glaube nicht, ne? Nö, sieht nicht so aus. Seh dich! Okay, Markierungen hat man aber nicht von der Seite gesehen.
nicht endlich auf! Wachsam bleiben! Klar! Dann übernimm! Es geht los! Ah! Oh, ich hasse diese blöden Lähmungszustände oder was auch immer die sein sollen. Und in die Fresse. Oh, so viel Magie werde ich hier brauchen, ey. Ich krieg da irgendwie nie wieder gefüllt, ey. So, wo jetzt lang? Jetzt hier nach oben wieder. Nur. Ja, nee, von hier sind wir gekommen. Versteckst du dich vor mir? Ah, hör auf mich zu schießen, verdammt. Du könntest doch tiefer verletzen. So, ab nach oben. Wird man uns loben. Nach oben, da wird man uns loben. Nach oben, da wird man uns loben. Was? Ah, Jesse lebt noch. Pass auf, hinter dir sind Geister. Okay. Tun die Geister die irgendwie anstacheln oder was ist hier los? Ich verstehe nicht. Ich kam nicht im Original vor. Ich bin verwirrt. Das ist doch kein Remake. Ah, da sind schon die nächsten Typen. In die Fresse. Sehr gut. Ah, oh, ist schon wieder. Ich bin ja Stufe gestiegen. Sie haben die oberste Etage unter Kontrolle. Was treibst du denn? Das sind doch nur kleine Fische. Ich mache mich jetzt an die Aktivierung. Roger. Den Rest überlasse ich euch. Was ist denn hier noch einer? Da. So. Komm mal da runter. Dein Einsatz. Zieh dich zurück. Übernimm du. Ich leg los. So, ist der Hubschrauber jetzt endlich weg. Ah! Kommt sind gleich beide tot, wenn er so weitergeht. Und du setzt, du hast glaube ich noch Chakra, ne? Ja. Okay, wer, der Hubschrauber, der da gerade war, ist ja auch hinter uns her. So, Feuer. Ich Feuer. Ich weiß es nicht. Ich merke das Limit, das Cloud letztens hat, ist schon wieder weg. Also laufen die irgendwann ab. Dann setze ich das jetzt eben ein. Verschwendung, aber was soll's. Okay, Dreck. Ich hier meine super Tränke und so langsam verballern. Das war, dann muss ich aber sagen, das war's für diese Folge, ne? Wenn wir ganz nach unten irgendwie kommen und Jesse begegnen, ne? Und Barrett. Ebene 11, ey. Sind schon 11 Ebenen oben, ey. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ihr halt zuerst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.